Nicht selten kommt es vor, dass ich auf dem Weg zu irgendeinem Ort am Straßenrand durch Zufall eine verlassene Location entdecke. Auch in diesem Fall war es quasi genauso. Doch was wir dieses Mal entdeckten, war ziemlich besonders, denn hier standen Dinge rum, die ich nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Aber seht selbst. Ich höre einen Hund. Ist das von Vorteil? Ich glaube nicht. Leute, mit sowas hätte ich hier ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil das von außen so verdammt kaputt aussah schon alles. Hier noch alte Familienfotos. Wenn man da drauf tritt, bricht man safe durch. Es regnet richtig stark draußen. Ich denke, wir sollten hier dringend wieder runter, Leute. Was eine kranke Erkundung. Den hatte ich schon völlig vergessen. Achtung mit dem Code hier. Rückzug! Ja, und da sind wir bei der nächsten Location. Achtung, Elektrozaun. Hier sind Kühe. Hallo, wer seid ihr denn? Wer seid denn ihr? Hallo. Na? Ui. Ich habe übrigens noch 28% Akku und kann meinen Akku auch nicht wechseln, weil der im eingeschlossenen Auto ist. Das heißt, wir müssen mit 28% auskommen. Ich höre einen Hund. Ist das von Vorteil? Ich glaube nicht. Denn hier befindet sich ein verlassenes Grundstück samt Autofriedhof und ich höre Hunde. Ja, perfekt. Aber die Lichtstimmung passt hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gut, Leute, hat alles keinen Zweck. Wir müssen außen rum. Da hinten stand was von Vorsicht freilaufender Bulle Lebensgefahr. Wenn der nicht zu den Kühen gehört, die wir hier gerade gesehen haben, haben wir ein Problem. Deswegen gehe ich jetzt doch hier lang. Okay, wir müssen hier, glaube ich, über den Zaun. Zu den Kühen? Ich glaub's nicht. Das wird noch abenteuerlich, Junge. Wir müssen noch richtig springen. Soweit ist auf jeden Fall sicher. Was ist das denn für ein Abenteuer hier noch? Ah, irre. Klingt wie eine Gazelle, bin ich hier rüber gestiegen. Und jetzt gucken wir mal, ob es hier noch ein paar alte Autos gibt. Ich glaube, ich sehe hier schon ein bisschen was. Tatsächlich, Leute. Hier gibt's noch verlassene Autos. Gibt's ja nicht. Guckt mal, das sind alles amerikanische Schlitten hier. Oh, mit denen kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, aber das hier könnte ein Chrysler sein oder sowas in der Art. Guckt euch alleine mal diese Innenraumfläche an. Die waren so lang, das sind richtige Schiffe. Geht denn hier die Tür noch auf? Naja, da ist nichts zu machen, da gibt ja nicht mal mehr einen Türgriff. Obwohl doch hier. Ja. Das hier war der Türgriff, so nach innen. Aber da geht gar nichts. Immerhin, ein altes, früher glaube ich lederbesetztes Lenkrad gibt's hier noch. Der alte Rückspiegel ist auch noch da. Geile Sache auf jeden Fall. Richtig cooler Schlitten. Das ist einfach so ein alter Schrauberhof hier, würde ich sagen. Wie so ein Scheunenfund. Was ist das hier noch? So ein kleiner Pickup? Ist das auch was Amerikanisches? Ja, das war auf jeden Fall GFK hinten. Das ist hier so ein Hardtop gewesen von dem Pickup. Das ist komplett durchgefault. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist wirklich so durchgefault. Hier ist eigentlich nichts von übrig. Das ist nur so eine Ruine vom Auto. Die sind auch noch wesentlich besser in Schuss hier, die Karren. Hier geht die Tür auch noch auf. Alter, was für eine Riesentür das alleine ist. Konntest du den Sitz nach vorne umklappen? Geht aber inzwischen nicht mehr, ist auch völlig verfault. Lenkrad fehlt leider, aber alleine diese coolen, beigen, alten Stoffsitze haben irgendwie was. Hier ist ja sogar noch so ein kleines Handschuhfach. Schaltknauf, also beziehungsweise für Automatik. Ein altes Radio und das richtige Handschuhfach. Wie geil alleine die Armaturen aussehen. Das ist halt was ganz anderes als so deutsche Autos. Das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Hier schien irgendjemand amerikanische Autos gesammelt zu haben. Hier vor ist ja auch noch dieser Bauernhof, den ich euch gerade kurz gezeigt habe. Und ich schätze mal, dass der diese Autos gesammelt hat. Hier ein bisschen weiter hinten, weil ich sehe da nah am Haus dran auch noch ein umgestürztes Auto und einen alten Wohnwagen. Ja, und dann hat er sich irgendwann nicht mehr gekümmert. Das Haus wurde verlassen. Vielleicht ist jemand verstorben oder umgezogen. Und dann blieben hier diese alten Autos und das Haus zurück. Und inzwischen scheint hier ein Bauer seine Kühe zu halten. Insgesamt stehen hier vier Autos und die zwei, die wir vorne schon gesehen haben, das sind alles Cadillacs, oder? Die hier stehen, würde ich sagen. Hier sieht man auch noch ein Teilkennzeichen. Das ist aus der Schweiz. Guck mal, Motorraum, alles noch da, ne? Hammer! Richtig cool! Leute, hier vorne geht's noch weiter. Hier sind die anderen Karren noch. Hier ist noch ein komplett blauer und was ich ziemlich cool finde, das Auto hat, und das kennen wir in Deutschland eigentlich nicht, immer fast die gleiche Innenausstattung von der Farbe wie die Außenfarbe. Guck mal hier, komplett blau, fast schon so samtmäßig. Boah, das ist krank, das sieht richtig cool aus. Und von außen ist die Karre halt auch wieder blau. Und guck mal auch hier, die Reifen mit diesem typischen weißen Streifen auf den Rädern. Und so eine Felge mit was weiß ich wie vielen Speichen.
So richtig Lowrider-mäßig. Könnte man auch in einem Rap-Video gebrauchen, so ein Teil. Hier gehen die Türen übrigens überhaupt nicht auf. Entweder abgeschlossen oder völlig verrostet. Da geht gar nichts. Ja, und davon stehen hier 4 Stück an der Zahl. Jetzt sind wir auf der Hinterseite von dem Hof und ich muss auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu diesem Hof gehen, Leute. Lasst uns eben gucken, ob da noch irgendwas Spannendes ist. Ich habe halt nur Schiss, hier ist der Zaun. Wir müssen auf die Kuhwiese gehen. So, Leute, hier ist der nächste Stromzaun. Hier müssen wir wirklich aufpassen. Da hinten fährt auch tatsächlich gerade ein Auto. So, ab jetzt sind wir wirklich offiziell auf der Kuhweide. Dort ist ein Wohnhaus. Ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen schneller. Ja, hier stehen noch mehr Autos. Guckt euch das an. Hier ist ein Auto komplett umgestürzt, wie auch immer sowas funktioniert. Wieso liegt das verdammte Auto auf dem Kopf? Das macht ja gar keinen Sinn. Oh ja. So, Tobi geht vor. Boah, ist das zugemüllt. Alter, da stehen auch noch Autos drin. Tatsächlich, Alter, wie geil ist das denn? Wie cool ist denn diese Karre? Guckt euch diese Sessel an. Das war so ein richtiger Liebhaber. Das hier wird die Schrauberhalle gewesen sein. Guckt mal hier, das Lenkrad. 2 ultra bequeme Sessel. Sieht zumindest ultra bequem aus. Wahrscheinlich war der 4 Meter lang, der Mann, der hier drin saß und gesteuert hat. Weil der muss ja, wenn der von da aus gesteuert hat, bis er an dem Pedal war, das war eine Heuschrecke. Leute, mit sowas hätte ich hier ehrlich gesagt nicht gerechnet. Weil das von außen so verdammt kaputt aussah schon alles. Ah, guckt euch das an. Hier hinten noch mit dieser Leiter, wo man sogar aufs Dach klettern konnte. Ein Ersatzrad ist hier auch noch dran. Das sucht wirklich seinesgleichen. Und vor allem, was wirklich das Geile ist, diese Flügeltüren hier, durch die du reinkamst. Das ist übrigens ein alter Ram. Also auf dem Chassis eines Rams mit V8 wahrscheinlich, der jetzt tatsächlich nicht mehr drin ist, der wurde rausgenommen. V8 Ram als Bus. Ich werde mich mal kurz setzen. Alter, alleine der Dachhimmel. Guckt euch das an. Das sieht hier aus wie im Wohnzimmer. Wie in so einem, ich weiß nicht, wie in einem Puff, würde ich beinahe sagen. Hier sind sogar Gardinen dran gewesen. Alles besteckt und besetzt mit Samt irgendwie. Krank. Das ist nochmal ein richtig krasser Fund. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, weil damit hätte ich nie gerechnet. Nur muss ich tatsächlich sagen, ich habe hier ein bisschen ein unbehagliches Gefühl und habe so das Gefühl, der Nachbar kommt hier gleich, weil das so dicht an dem Nebengebäude ist. Dann sollten wir auf jeden Fall dringend hier weg. Was ist denn hier sonst noch? Irgendwelche alten Holzscheite. Aber an sich ist das halt einfach nur eine Scheune, wo noch dieser eine Bus drin steht. Und ohne Ende Dachziegeln. Vielleicht wollten die mal irgendwann das Dach neu decken. Alter, guck mal, dieses alte Ölfass hier. In Kombination mit Tobi und dem Fahrzeug. Mehr geht nicht. Alte Kupplungsscheibe, ne? Und hier ein Tacho. Auch alles Ami, ne? Alles Ami. Das muss was Deutsches. KMH, stimmt. Das ist KMH Iveco. Das war so ein Schrauber hier, so ein richtiger, ne? Mhm. Daneben eine Eierschale. Das ist aber auch ein Tacho aus dem LKW. Das siehst du ja, weil hier die alten Fahrtenscheiben auch reinkommen. Ja. Hier geht's nochmal einen Dachboden hoch, Leute. Ich glaube, das sollten wir auch nochmal abchecken. Hier im Dachboden ist aber gar nichts weiter, außer Heu. Und wenn man da drauf tritt, bricht man safe durch. Es regnet richtig stark draußen. Ich denke, wir sollten hier dringend wieder runter, Leute. Was eine kranke Erkundung. So, Rückzug, Leute. Ich hoffe wirklich, draußen wartet kein Nachbar mit Schrotflinte. Hier stand übrigens ja auch noch dieser alte Wohnwagen. Da ist aber auch nicht mehr viel drin. Richtiger Messi-Hof hier. Da drüben waren wir gerade und hier an der Nebentür haben wir jetzt auf einmal noch mal eine ganze Wohnung gefunden. Mit Badezimmer. Okay, aber es ist ziemlich zerstört hier. Ach du Scheiße, hier ist noch mal so viel. Hey, hier ist ein alter Spieleautomat. Das war so ein richtiger Sammler von so amerikanischen Sachen. Guckt euch das an. Alter, völlig zerrupter Spieleautomat. Hier geht's noch weiter. Noch ein Spieleautomat. Ich glaub's nicht. Tobi hat noch Familienfotos. Unheimlich, diese Kuscheltiere. Riesenwohnzimmer, sogar noch mit Wohngarnitur. Alleine dieser Riesenteppich, der ist so gewaltig. So ein Perserteppich. Hier noch alte Familienfotos. Tatsächlich noch von Feiern. Das könnte sogar hier im Haus sein, ne? Theoretisch. Ja. 7.2. Leider kein Datum. Ja. Mit Anzug, das sind die 70er, 80er Jahre, würde ich sagen. 70er, vielleicht sogar 60er. Aber auf jeden Fall interessant, dass das hier noch so liegt. Einige Fotos haben auch richtig einen Schaden. Mein 40. Jubiläum steht vorne drauf. Von ihm hier. Gut möglich, dass das dieses Haus hier war. Und er der Freund war von solchen amerikanischen Fahrzeugen. Oh, finde ich krass, solche Geschichten.
Das war wirklich eigentlich nur ein Zufallsfund hier. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, sowas hier noch zu finden. Aber jetzt gibt's hier sogar noch eine obere Etage, obwohl von außen das Haus wirklich nicht mehr gut aussah. Deswegen aufpassen. Wirklich, wirklich aufpassen. Okay. Das meine ich, Leute. Hier noch so ein kleines Feldbett. Der muss so einfach gelebt haben hier. Der hat all sein Geld für Autos ausgegeben. Hier ganz viele Sticker. Die haben ja nur auf so Feldbetten geschlafen hier. Oh, guck mal, da ist auch schon richtig was aus dem Dach gekommen. Hier ging es theoretisch noch zum Dachboden, aber das können wir uns auf gar keinen Fall angucken. Da ist schon die erste Treppe durchgebrochen. So, die Treppe hier wieder runter, Leute. Und dann müssen wir wirklich einen Rückzug machen. Sorry, dass ich hier so wenig Zeit mitgebracht habe für diese Location, aber es war wirklich ein Zufall und wir haben halt jetzt nicht mehr viel Zeit. Das lässt sich manchmal nicht ändern. Wir müssen wieder von dannen ziehen, Leute. Hier auch noch so ein alter Schuh. Cat. Wie auch was Amerikanisches. So, Leute, raus, Licht aus und weg hier. Aber direkt bei den Kühen lang? Wer traut sich? Aber wenn das doch ein nicht so freundlicher Bulle ist, dann haben wir ein Problem. Ja. Der kann dich töten. Gut, Leute, Abfahrt. Wir gehen zurück zum Auto. Und fassen das gleich nochmal im Auto zusammen. Weil das war wirklich ein absolut geisteskranker Zufallsfund. Boah, ich bin so in die Scheiße. Oh nein. Boah, ich bin so in die Scheiße. Hey, hier ist sogar noch ein ganzer LKW. Mit Motorteilen, ne? So ein ganzer... Wir sollten hier weg. Geh mal hier hinten lang, oder? Geht das? Scheiße. Den hatte ich schon völlig vergessen. Achtung mit dem Code hier. Rückzug. Ja. So, da sind die Kühe. Einmal durch die Scheiße manövriert. Und Rückzug. Gut, Leute, das hat sich alles ein bisschen anders herausgestellt als eigentlich gedacht, denn ich bin jetzt schon einige Wochen sogar wieder zu Hause, sitze jetzt im Schnitt. Manchmal kommen die Videos ja wesentlich später, als sie gefilmt wurden. So auch in diesem Falle. Es tut mir wahnsinnig leid, dass dieses Video so hektisch war, dass es so viele Bewegungen gab, dass ich die Kamera so auf der Hand hatte, während ich gefilmt habe und dann auch noch gelaufen bin, dass es etwas mehr geruckelt hat als vielleicht das ein oder andere Video. Es kann halt nicht immer diese richtig schön hochqualitativen Videos geben. In diesem Falle hatten wir sehr, sehr wenig Zeit. Wir mussten wieder nach Hause, weil eben einer, der mit uns dabei war, einen Termin hatte. Es wurde dunkel, man konnte heute nicht gut filmen, weil er in der Nachbarschaft der Hund war. Das kam halt alles zusammen irgendwie. Trotzdem würde mich natürlich sehr interessieren, was ihr zu dieser Location denkt. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Sind solche kürzeren und spontanen Videos auch mal in Ordnung? Oder wollt ihr auf jeden Fall immer solche längeren, hochqualitativen, in Anführungszeichen, Videos wie normalerweise sehen? Denn die sind ja normalerweise irgendwie mal bei, weiß ich nicht, 20 bis 30 Minuten und jetzt in diesem Falle waren es halt nur mal 13 Minuten oder so. Wie dem auch sei, bleibt Frauen gesund, lebt euer Abenteuer, guckt unbedingt beim nächsten Video wieder rein, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis bald, Leute. Ciao.